Schönen guten Abend. Mein Name ist Markus Mühlschlegel Triantafilou und ich bin Student. An der Musikuniversität mache ich gerade meine Diplomarbeit zum Thema Weltmusik. Schon meine Mutter und ihre Eltern musizierten zu Hause in der Stube und wurden daraufhin nach mehreren Jahren Probezeit eingeladen, an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen und dort Volksmusik zu spielen. Das hat mich beeinflusst, nun auch mein Studium hier in Wien zu machen und darüber hinaus nun in meiner Diplomarbeit zum Thema Weltmusik und Stubenmusik zu schreiben bzw. zu sprechen. Im Zuge dieser Arbeit habe ich ein Ensemble gegründet, zu dem ich mehrere Mitglieder hinzugezogen habe, die teilweise von der Universität kommend, aber auch teilweise von außen hinzugezogen wurden. Sie habe ich jetzt auch befragt zum Thema Weltmusik, was dieser Begriff für Sie bedeutet, was dieser Begriff beinhalten könnte und wie Sie zu der Tradition Ihrer eigenen Volksmusik und der Volksmusik im Zusammenhang mit Einflussnahme von anderen Musikstilen stehen. In dem Projekt geht es vor allem darum, alpenländische und orientalische Musik gegenseitig zu beeinflussen. Und was dabei herauskommt, das wird sich erst noch in ein paar Monaten zeigen. Nun aber zur Befragung meiner lieben Musikerkollegen und Kolleginnen, was ist Weltmusik für dich? Weltmusik ist für mich Volksmusik, verschiedene Volksmusiken gemischt von verschiedenen Kulturen. Vielleicht auch ein bisschen in Popularmusik gehend, oft. Weltmusik ist für mich ein Zusammenspiel oder Zusammenfluss von Musik aus verschiedenen Kulturen. Weltmusik ist mich Vereinigung aller Kulturen und tiefe emotionale Spürbarkeit, ja, schön auszudrücken. Musik ist ein Regenbogen und jede Volk bezieht ein Farbe, also orientalische Musik zum Beispiel grüne. Und die Weltmusik ist rote, ich weiß es nicht, aber nicht bestimmte so Grenze. Also ich möchte nicht unterschieden Weltmusik, Volksmusik und dann orientalisch und Weltmusik. Na, nach meiner Meinung. Also ich muss mich immer wundern, wenn ich Weltmusik höre, weil ich mir denke, was soll denn das eigentlich heißen? Weil jede Kultur hat ihre Musik und das ist halt dann entweder die Wiener Kultur oder die orientalische oder wie auch immer. Und dann ist Weltmusik halt irgendwie ein komischer Begriff, der für mich eigentlich nicht sehr viel aussagt. Und ich glaube, was er dann halt meint, ist, dass man sich einfach mit fremden Kulturen, Musikkulturen beschäftigt. Das verstehe ich drunter. Boah, Weltmusik ist für mich ein vielseitiges Konglomerat aus allen möglichen Stilen, aus der Musik aller möglicher Länder und eigentlich ziemlich spannend für mich. Ja. Also ich habe es mir so interpretiert, dass es einfach eben Instrumente aus allen Ländern und Menschen aus allen Ländern verbindend spielen zusammen Musik. Ist Weltmusik für dich ein stimmiger Begriff? Es ist für mich ein Begriff, unter dem man sich nicht sehr viel vorstellen kann, weil es, glaube ich, ziemlich alles sein kann. Ein stimmiger Begriff? Ja, schon. Ein stimmiger Begriff, ja, ist, weil es einfach das verbindet, was auch Kommunikation und auch der Zusammenhalt der Welt ausmacht, der Menschen auf der Welt. Jein, also ich kann nicht so, ja, wie gesagt, ich muss überdenken, Weltmusik, ja, muss man, ja, Begriffe, also, ja,
Begriffe nicht so 2 plus 2 ist es 4. Nicht so Begriffe ist es nicht so. Und dann jede Mensch und jede Weltanschauung haben definiert in dieser Begriff. Also Weltmusik keine Bedeutung eigentlich für mich. Musik ist Musik und dann jeder hat eine eigene Farbe. Naja, wie gesagt, nein. Stimmiger Begriff, die Frage ist schwierig zu beantworten. Es hängt immer von der Art von Weltmusik ab, finde ich. Ob es ein stimmiger Begriff ist, könnte jetzt nicht so genau sagen. Ja, so wie ich ihn mir interpretiert habe, ja. Empfindest du einen Unterschied zwischen Weltmusik und Volksmusik? Ja, weil Volksmusik bezieht sich auf eine Kultur oder vielleicht eine Gruppe, eine Ethnie oder so. Und Weltmusik ist für mich gemischte Kulturen. Ja, weil Volksmusik ist die die volkstümliche Musik in meiner eigenen Kultur und Weltmusik ist aus anderen Kulturen. Für dich. Ja, Volksmusik ist eher im Volk anzutreffen. Weltmusik ist die Vereinigung der Völker, die Musik machen. Ich kann nicht unterscheiden Weltmusik, Volksmusik und religiöse Musik und dann westliche Musik, orientalische Musik. Also das ist gemein, dass du das fragst. Weil das ja Definitionen sind, die ich einfach nicht so genau jetzt kenne. Also mit Volksmusik verbinde ich halt einfach eine Tradition von einer bestimmten Ethnie, die eine lange Geschichte hat und die ganz spezifische Merkmale hat. Und Weltmusik ist für mich immer ein ziemlich schwammiger Begriff, der nicht so viel aussagt. Ich glaube, die Grenzen verschwimmen da eher. Also für mich gibt es da keinen so wesentlichen Unterschied, würde ich sagen. Ja, schon. Also die Weltmusik ist eben die Verbindung von diesen verschiedenen Ländern und Dings. Und eine Volksmusik ist nur von einem Land und die jeweilige Tradition und begrenzt halt einfach auf das Land und die Tradition und die Instrumente, die es dort gibt. Ist Musik grenzenüberschreitend? Darf sie Grenzen überschreiten? Ja. Musik ist auf jeden Fall grenzüberschreitend. Soll ich erklären, wieso? Naja, es ist auf jeden Fall eine Ebene der Kommunikation. Das heißt, man kann es auch ohne Sprache machen. Also man kann musizieren, ohne dass man sich versteht auf andere Ebene. Soll Grenzen überschreiten. Sie soll Grenzen überschreiten. Ja, bitte. Ich finde, Musik sollte auf jeden Fall Grenzen überschreiten. Ich finde Volksmusik gut. Teilweise stört es mir ein bisschen daran, dass es durch die Grenzen so eingeengt ist. Und in der Weltmusik bin ich der Ansicht, da kann man diese Grenzen aber öffnen, indem man die Musikstile verschiedener Kulturen verbindet. Es sollte sie sein. Es soll ja eine Form, eine Verbindung zwischen Menschen geschaffen werden. Also ohne halt, ich meine, es gibt auch andere Formen, aber die Musik ist auch eine Form, Menschen zu verbinden und zu verbinden. Genau, Punkt. Befürwortest du eine Öffnung der Volksmusik deiner Heimat? Naja, eine Öffnung ist ja, was dann in die Richtung Weltmusik geht, denke ich. Also Volksmusik, natürlich entwickelt sich das irgendwie, sollte sich das weiterentwickeln. Wie sich eben eine Kultur weiterentwickeln sollte. Aber das ist schwierig. Weil traditionsbewusste Menschen oft nicht ein bisschen sich öffnen wollen.
Ja. Sollte es, ja. Also, Musik ist eine Sprache. Sprache nicht bestimmte. Von vor den 200 Jahren sprechen wir nicht diese Deutsch, also diese Türkisch. Also Sprache ist immer mit der Zeit verändert. Neue Regeln, manche Regeln verloren, manche Regeln gewinnen und so weiter. Also Musik ist nicht eine stabilisierte Struktur, sondern wie eine Sprache ist es immer ja, nicht stabilisiert. Deswegen, ich kann nicht so verlieren diese Originalität und wir müssen schützen diese Tradition und so weiter. Nein, nicht wie eine Sprache. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es gut, ich finde Volksmusik selbst auch gut, weil es einfach aus verschiedenen Kulturen kommt und das Abbild einfach ist von der Kultur. Aber ich finde es sehr spannend, wenn sie verschiedene Arten von Musik dann einfach vermischen, verschiedene Arten von Volksmusik. Ja, muss eigentlich sein, weil sie erreicht einfach nicht mehr alle Menschen, also viel zu wenig. Und es muss einfach der Zeit angepasst werden. Und das so, wie es jetzt ist, oder diese ganz eben konservative Volksmusik, die ist einfach für viele nicht mehr aktuell. Also das geht nicht mehr so. Ist die Volksmusik deiner Heimat konservativ ausgerichtet? Konservativ. Ich würde sie eher mit Tradition bezeichnen, nicht mit konservativ. Oder vielleicht sind die Inhalte konservativ, aber dass die Musik selbst konservativ ist, glaube ich nicht. Oder die Ausübenden zumindest müssen nicht unbedingt konservativ sein. In meiner Kindheit schon, jetzt merke ich halt, dass es schon sehr viele Ebenen gibt, wo Volksmusik einerseits modern interpretiert wird. Na, also nicht konservativ, sondern zu viele Projekte, zu viele andere Richtung mit Modernisierung, mit Jazz, mit westlicher Musik und mit Volksmusik, mit den traditionellen, also klassische Musik in meiner Heimat. Immer Fusion gibt es auch, gibt es ganz pur traditionelle Musik gibt es auch, aber die andere Musikrichtung immer Fusion machen und dann verschiedene Projekte mitspielen. Nein, ich finde nicht. Also jetzt nimmer. Ich meine, natürlich gibt es konservative Leute, aber ich genieße das gerade sehr, dieser Aufbruchsgeist, der gerade in Wien auch so stark ist. Und es sind so viele grenzüberschreitende Musikprojekte. Das finde ich ganz spannend. Ja, das Problem ist, ich habe eben zwei Heimaten und die Volksmusik, also so wie ich sie, also die richtige volkstümliche Musik ist eher nicht konservativ, die ist vor allem sehr negativ besetzt und das ist ein bisschen schade. Und sie ist, ja, eigentlich schon konservativ. Befürchtest du den Verlust der Tradition durch zu viel Öffnung? Nein, weil ich glaube, dass es die Entwicklung ist. Also durch Entwicklung entsteht wieder was Neues, was wieder eine neue Kultur oder neue Tradition wird. Also es kann nicht alles stehen bleiben. Also ich habe da keine Angst davor, dass sich jetzt etwas ändert, weil ich finde das gut. Sprache und Musik hat sich immer verändert, also es kann nicht stehen bleiben. Nein, weil bis es mal zu einer Öffnung kommt, das dauert schon sehr lange. Und ich glaube nicht, dass so viele Einflüsse dann die Volksmusik dann verändern würden. Mhm.
Haben wir überhaupt noch Tradition in Österreich? Das ist die Frage, deswegen eher nicht. Ja, wie kann. Also diese Fusion, findest du die gut? Ja, manchmal gut, manchmal nicht. Manchmal passt, ja, manchmal passt, manchmal nicht, ja. Ja, ich kann nicht so gesamte, sondern mit den Projekten. Manche Projekte, manche Fusion ist sehr gefällt mir, manche nicht. Also, Musik ist eine Sprache. Sprache nicht bestimmte. Von vor den 200 Jahren sprechen wir nicht diese Deutsch, also diese Türkisch. Also Sprache ist immer mit der Zeit verändert. Neue Regeln, manche Regeln verloren, manche Regeln gewinnen und so weiter. Also Musik ist nicht eine stabilisierte Struktur, sondern wie eine Sprache ist es immer ja nicht stabilisiert. Deswegen ich kann nicht so verlieren diese Originalität und wir müssen schützen diese Tradition und so weiter. Nein, nicht wie eine Sprache. Das hängt davon ab, wie man damit umgeht. Also durch die Öffnung natürlich lernen so viel mehr Leute kennen und werden einfach die Gedanken freier. Also Leute hören sich das in Musik an, die sich das vielleicht sonst nicht angehört hätten oder bekommen wieder einen Zugang. Es ist natürlich schade, wenn man dann immer an der Oberfläche bleibt und sich nie genauer mit der Musik auseinandersetzt. Und natürlich wäre es auch schade, wenn man irgendwann nicht mehr weiß, was wird jetzt eigentlich in der Musik genau und was ist dann aber die Musik in der Steiermark. Natürlich wäre das schon total schade. Wenn es verwischt so. Wenn es verwischen würde, ja. Das hängt davon ab, wie man damit umgeht. Und wie intensiv man sich damit auseinandersetzt. Nein, ich finde das. Ist der Tradition. Ich finde das eigentlich gut, weil dadurch entsteht wieder eine neue Art von Musik. Weil die Volksmusik, die wird ja immer bleiben. Die ist ja mit der jeweiligen Kultur behaftet. Und wenn sie die öffnet, aber dann entsteht wieder was komplett Neues. Und das finde ich sehr spannend. Naja, ich meine, wenn Verlust kommt, kommt ein Verlust. Aber ich finde es immer sehr schön und auch wichtig, dass man das Alte trotzdem bewahrt und daraus was Neues erschafft. Also das finde ich immer ja, schön und sinnvoll, aber es muss mitgehen mit der Zeit. Aber wäre super, wenn einfach auch das Alte irgendwie doch noch vorkommt und nicht nur was ganz Neues geschaffen wird. Aber ich meine, das kann man eh manchmal nicht steuern. Wenn es dann verloren geht, geht es halt verloren. Hauptsache, es ist irgendwas noch da. Na ja, gut, widerspricht sich jetzt, aber ist ja egal. Ihr versteht das schon. Ich bin immer für Alte und das so schön improvisieren, oder? Aber eben, ja, dann hat man alles. Die Verbindung zwischen Alt und Neu, genau. Die Verbindung zwischen Alt und Neu. So. Okay. Fühlst du dich durch das Instrument, das du spielst, mit der Tradition deines Heimatlandes verbunden? Warum und wie? Nein, also nicht direkt zur Volksmusik. Ich fühle mich eher durch Singen zur Volksmusik gebunden. Durch die Familie halt. Dadurch, dass wir in der Familie einen Chor haben und so. Ja. Weil Hackbrett ein volkstümliches Musikinstrument ist auch. Heute äußert sich, dass ich gerne den Schweiß der Inder rieche und dass es einfach, ja, musikalisch in mir einfach auch, glaube ich, dass sich mein Wesen verändert hat. Deswegen merke ich das wie die letzten 16 Jahre. Ja, ich sagte, unsere Tradition ist eine Farbe und dann ich habe unterwachsen diese Farbe und dann natürlich spiele ich und meine Musikrichtung ist in dieser Farbe. Aber wie gesagt, aber nicht in, ja, wenn ich
nicht in der Türkei oder in der Orient geboren, in Österreich oder in andere europäische Länder geboren. Und dann meine Musikrichtung ist die andere Farbe. Also also eine philosophische Frage und Problem und dann, ich kann nicht spontan antworten, aber ich muss zu viel überdenken. Also Schicksal. Ich habe in der Türkei geboren und meine Musikrichtung ist so, aber ja. Ja, ich fühle mich der Wiener Tradition verbunden, wo ja Gott sei Dank Geigen eine Rolle spielen. Und ja, und ich mag diese Musik unglaublich gern und da merke ich so richtig, ja, das ist meine Heimat. Und da werden einfach, da wird Mentalität und einfach ein Charakterzüge ausgedrückt, die in keiner anderen Musik auf diese Weise ausgedrückt werden. Deswegen mag ich Wiener Musik sehr gerne und fühle mich dem auch verbunden. Ja, auf gewisse Weise schon, auch wenn es mir nicht immer sehr recht ist, weil dort, wo ich eigentlich herkomme oder in Österreich, ist die Akkordeonmusik also eigentlich sehr mit der volkstümlichen Musik auch verbunden und ist teilweise nicht so gut für das Image der Musiker. Puh, also ich spiele Geige, meine Heimatländer sind Österreich und Deutschland. Ich fühle mich mit der Geige eher in die Länder, in alle Länder verbunden, wo es eigentlich die Geige gespielt wird. Also ich fühle mich eben nicht verbunden mit Ländern, wo eher nicht Geige gibt oder gespielt wird. Aber jetzt so mit meinem Heimatland, also ich fühle da auch nicht viel Heimat. Und deswegen, nö, eigentlich nicht.